Hier sind die 2 LP mit einer Sondermeldung. Mit diesem Video leisten wir unseren Beitrag zur Volksverdummung mit Pleiten, Pech und Pannen. Dieses Video gilt als Warnung und als mahnendes Beispiel für alle kommenden und jetzigen DayZ-Spieler. Nichtsdestotrotz wünschen wir euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Willkommen zu Let's Play oder beziehungsweise Let's Survive DayZ mit die 2 LP. Ich bin Sandro. Und ich bin Erik. Jetzt fangen wir mal die Schuße an. Ja. So, also wir sind durch Zufall, wie beim letzten Mal auch schon nebeneinander gespawnt. Was meinen Speicherplatz mal wieder überlasten wird, aber das ist jetzt nebensächlich. Okay, ich würde sagen, wir gehen in Richtung Stadt, damit die Leute was zu sehen kriegen. Ich denke auch. So, ich mein, wir sind welcome ja to Jackass. Ja, jetzt läuft's. Ja, sorry, wir hatten kurze technische Probleme, jetzt geht's schon weiter. Okay, wir mussten von Steam-Sprachchat auf Skype wechseln. Aber, naja, das ist nebensächlich. Ich meine, wir sind stark bewaffnet, wir können es uns leisten zu laufen, würde ich sagen. Ich denke auch. Ich meine, also, wie schon gesagt, das mit dem Tonproblem, das war das letzte Mal schon ein großes Thema bei uns, bei unserem Republic Commando. Aber... naja. Ich denke mal, wir sollten sonst vielleicht mal auch irgendwann über Teamspeak versuchen oder so. Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, das kann jetzt ja was werden, ne? Das kann jetzt hier interessant werden. Ich bin immer noch schneller als du. Ja, das hat. Das Spiel ist halt sehr realistisch. Ja. In welcher Stadt sind wir hier eigentlich? Ich schätze Tscherno, aber Gott behüte, es kann auch Elektro sein. Aber auf jeden Fall eines der 2 Großstädte. Du hast hier mehr Erfahrung, aber ich denke mal, wenn wir Left 4 Dead spielen sollten, dann bin ich eher der Veteran, wenn wir es mal so nennen. Aber ich glaube, in DayZ habe ich bis jetzt so 2 Spielstunden verbracht insgesamt. Ja, ja, wobei ich Left 4 Dead auch mal eine Zeit lang sehr stark gespielt habe. Mhm. Aber es hat ja nichts zur Sache hier. Genau. Oh, lol, da liegt einer? Was ist das? Das ist ihm. Da ist ein Zombie. Ist das ein, was ist das für einer? Der ist doch tot, ne? Der ist tot, ja. Tatsächlich. Loote den mal. Ich loote den, ja, okay. Warte, ich duck mich. Ich hab den Zombie sogar hinter der Mauer erwischt. Gib mir Deckung, okay? Ja, ja, ich kümmere mich um den einen. Hat okay, kaum was beißen. Da ist noch Munition. Oh, jetzt kommen da eine ganze Meute auf uns zu. Munition, Bandages. Fernglas. Revolver, ja gut, haben wir aber alles eigentlich auch. Vorsicht, da kommt einer. Oh mein Gott. Moment mal kurz, gib mir mal ganz kurz eben Deckung. Muss mal eben was gucken. Wegen der Aufnahme, warte kurz. Ja, kein Problem. Ah, da kommt schon wieder einer. Vorsicht. Da bin ich wieder, es gab gerade Komplikationen bei mir. Oh, und die Komplikationen gehen in-game weiter. Super. Oh, du blutest stark, verbinde dich. Mhm. Jesus. Warte. Ich will mehr. Verbindet man sich nochmal? Ja, das Bandage. Achso, Bandage myself, ja genau, gut. Oh Gott. Das geht ja richtig super los. Wirklich. Ist so typisch die 2 LP, ne? Bist du tot? Nein, ich mach grad Ringebits mit Anfassen mit einem Zombie. Oder sowas ähnliches, was auch immer. Ach, da hinten bist du! Ich dachte gerade eben, oh Gott, ich dachte eben, du wärst hier der Zombie, das war jetzt ein Kompliment dann wohl. Ja. Schmeichel ich's. Ich treff den nicht.
Ich glaube, ich habe ihn erledigt, ja. Oh Mensch. Ich verliere jetzt mal kein Blut mehr, aber ich habe nur noch so wenig. Wie füllt man noch ein Blut nach? Wir müssen zum Krankenhaus und dann muss ich dir das Blutpaket geben. Und ich glaube, ein Zombie hat mich gerade entdeckt. Ich muss sagen, auf dem Server sind echt viele. Ja, wenigstens können sich die Leute nicht beschweren, wir hätten keine Action. Scheiße, ich kann das Blutbag nicht ausrüsten, aber ich glaube, ich habe eins. Habe ich Morphium oder so? Nee. Shit. Nein, das Blutpack kann ich dir nur geben. Und du hast keins. Sekunde. Ja, gib mir kurz Deckung. Ja, warte, ja. Oh mein Gott, hinter dir. Oh nein, er sieht uns nicht, Er sieht uns hinlegen. Da ist noch einer. Oh shit. Warum mussten wir uns auch auf diesem Kackparkplatz oder was auch immer das ist hier? Der war sehr einladend. Scheiße, er kommt. Er kommt. ich würde auch sagen, auf 3. Ah, jetzt lag kurz der Server. Das liegt nicht an Skype, das liegt am Server. Teilweise. Also da können wir nichts dafür. Du hast jetzt echt einen Schuss auf ihn abgegeben, weil der hinter uns nämlich. Ich weiß nicht, ob du ihn vergessen hast. Mist. Egal, dann übernehme ich den am Tank und du den, der da hüpft. Ich meine, wir haben ja. Ja, okay, dann. Okay, der ist tot. Dann Rauch. Sehr gut. Hat sogar mal geklappt, ein Plan. Ja. Ja, die Sache mit dem Blut ist jetzt nicht so gut. Ah, da kommt einer auf uns zu, Vorsicht. Oh shit! God damn it, Jesus Christ, ey. Wahrscheinlich wird uns die Community zerfetzen, wie dumm wir uns anstellen. Aber natürlich sind wir die Noobs und ihr seid die Profis. Ja. Da kommt noch einer, ich halt's nicht aus, ey. Ich renn. Lass mal zum Wasser sprinten. Ich glaube, dann haben wir kurz Ruhe, ey. Ich glaube echt, das ist der beste Start. Oh mein Gott, da sind noch mehr. Langsam verstehe ich, warum wir so gut ausgerüstet sind. Ich glaube auch. Hinter dir. Ach du Scheiße. Das werden ja aber auch nicht weniger. Also entweder... Also... Ich glaube, da hinten steht ein Part. Ne, das ist ein Anhänger. Ja, das ist ein Anhänger. Hinter dir, wieder. Ich würde sagen, wir schwimmen kurz. Das kann schnell gefährlich. Ja, okay. Ja, so. Oh Mist, ey. Also mein Blutlevel ist deadly. Dein? Ja, ich komme noch gut zurecht. Ich habe, glaube ich, gar nichts verloren. Okay, also ich hab. Also bei mir ist gerade alles im Retro-Stil schwarz-weiß. Soll ich dir am Strand den Gnadenschuss gefallen? Ja, ich glaube, den. So weit kommen wir gar nicht mehr. Also wir sind jetzt gleich da. Mein Blutlevel wird mir nicht mehr angezeigt. Ich bin stark unterkühlt. Hunger hat mein Charakter auch. Also ich auch in Real Life übrigens. Ich fühle mit meinem Charakter. Ich bin gerade untergegangen. Ich komme kaum noch an die Oberfläche. Du hast mich gerade überholt. Achso, ah, du wirst von einem halbtoten Krüppel überholt. Also das jetzt bitte. Ja, das ist bitte. Nee, das ist. Jetzt geht's wieder. Okay, also ich laufe jetzt gerade. Guck mal. Ich bin an Land. Immerhin kann ich jetzt. An Land sterben. Obwohl, eigentlich bevorzuge ich eher die Seebestattungsmit. Da ist ein Boot. Sandro, da ist ein Boot. Wo bist du? Ich sehe gar nichts mehr. Ich sehe nur dir. Es kann auch sein, dass es ein versunkenes Haus ist, aber nee, das ist ein Boot. Bist du? Ja, ich bin hier oben. Dreh dich. Da hinten ist jetzt. Ich muss doch irgendwas im Inventar haben, was ich hier irgendwie. Ich habe kein. Das mit dem Bloodbag, das funktioniert irgendwie nicht. Ich geh mal zum Boot. Dass die Leute was zu sehen kriegen. Ich
bandage mich jetzt nochmal. Warum das geht, weiß ich auch nicht, aber ich habe mich ja gebandaged, sonst hätte ich ja die ganze Zeit über. Außerdem wird ja angezeigt, wenn du noch mehr Blut verlierst, ne? Ja. Tatsache, da ist wirklich irgendwo. Wo bist du? Ich bin beim Boot. Du bist das Boot. Ich bin tot. Du bist tot? Ich bin noch. Ich hab's noch ins Wasser geschafft, dann bin ich. Ne, jetzt lebe ich wieder. Nein, nein, ach, das ist. Du wirst jetzt immer ohnmächtig. Ich glaube, wir sollten dich aufs Boot bringen. Ich glaube. Das schaffe ich nicht. Dann ruhig, ich bin unter Wasser, ich kann nicht mehr tauchen. Du musst mit dem Boot an Land fahren, wenn es möglich ist. Du musst mich abholen, müssen wir ein Taxi unternehmen. Kommst du da irgendwie rauf und dann. Ja. Hat das denn Benzin? Also du glaubst jetzt eher, dass da was drin ist, oder? Ich kann nicht aufstehen. Okay. Also das Boot wird als fahrbares Vehikel angezeigt. Also ich muss nur hinten. Sieht ja auch nicht kaputt aus. Piraten vor Tschernobyl. Jetzt fragt sich so, wie ich da reinkomme. Ja, Mausrad oder nicht? Wenn du davor springst, ein Mausrad und dann. Achso, ja. Ja, ich bin jetzt ganz hinten, da kann ich natürlich nicht. Nee. Kannst du nochmal jetzt, wenn du schon mal hinten drin bist, kannst du nochmal Mausrad drehen oder nicht? Also ich glaube, ich mache das jetzt wie ein Hund. Ich begebe mich jetzt in eine Ecke zum Sterben. Oh, ich bin schon wieder ohnmächtig. Und ich gebe Gas. Das Boot läuft. Ja. Ich würde sagen... Oh, ich habe mich wieder gefangen. Ja, ich würde sagen, du kommst jetzt aufs Boot mit. Ich torkel aufs Boot. Ich kann gar nicht mehr richtig laufen. Ich schaffte... Warte mal. Kannst du noch näher ran? Warte mal. Jetzt würde ich dich wahrscheinlich überfahren. Scheiße, warte mal. Rapid Revolver will ich nicht. Warte, wie komme ich denn jetzt aufs Boot rauf? Muss ich wahrscheinlich doch jetzt nehmen, das Boot. Und ich kann wieder schwimmen. Das Blöde ist jetzt so, wenn ich jetzt im Wasser ohnmächtig bin. Ich bin drauf. Du bist drauf. Das ist eine gute Nachricht. Ja, aber was ist, wenn ich denn jetzt umkippe? Ja, dann fliegst du entweder auf Boot raus oder... Ja, dann liege ich ja im Wasser und dann verrecke ich da drin. Also, Sandro, dein Leben liegt jetzt in meinen Händen, Kapitän. Ich würde sagen, es lag da ziemlich stark. Um wenigstens die Bootsfahrt festzuhalten, lösche ich kurz ein paar Momente aus unserer Schwimmstory. Eine Sekunde, gleich wieder da. Ja, ich bin drauf. Okay, ja, es ging hier jetzt gerade alles wegen drunter und drüber, aber jetzt scheint es zu funktionieren. Also ich bin unterkühlt, bin jetzt schon zum dritten Mal vom Bord gekippt, habe Hunger. Durst habe ich nicht, aber sonst ist alles im Arsch. Hauptsache, wir müssen uns keine Lebensmittel besorgen. Was tue ich gegen die Unterkühlung? Brauchst du Heatpacks? Ich glaube, wir müssen zum Krankenhaus. Ich glaube, wir schaffen es nicht zu einem Krankenhaus. Zumindest, wenn du alle 3 Meter umkippst, wird es mit meiner Munition etwas wenig. Ich fühle mich jetzt hier ehrlich gesagt wie so ein alter Diabetiker auf einer Bootsrundfahrt, weil ich sehe nämlich genauso wenig. Ja, und ich bin der Halsabschneider, der das Geld aus der Tasche zieht. Ja. Also was ihr hier sehen könnt, eine Rundfahrt durch an der Tschernus russischen Küste. Ich bin schon wieder umgekippt, aber bin diesmal an Bord und denkste, ich bin runtergefallen. Ja, aber ich fahre irgendwie weiter, ich bin unter dem Boot, liege ich gerade. Beziehungsweise ich bin im Boot drin. Ja, solange du im Boot bist und nicht rausfliegst, das ist ja... Also ich hab jetzt gerade DayZ gebuggt. Also ich bin unter dem Boot, ich kann in die Texturen vom Boot reinschauen. Halt mal ganz kurz an, ich drück mal eben Eject, dann steige ich nochmal wieder neu ein, weil... Also ich lieg hier jetzt praktisch auf der Wasseroberfläche und werd mitgezogen. Wenigstens ist unser Tank voll. Ja, und unser Brain leer. Warte mal, ich drück mal jetzt mal Get Out. Dann... Ich darf jetzt hier halt nur nicht im Wasser umkippen. Oh Gott, ich kann kaum noch die Maus bewegen. Ah, right and back, so. Sehr gut, bin wieder drauf. Kann weitergehen für weitere 2 Minuten, bis ich dann wieder ohnmächtig werde. Solche Emotionen nur bei uns. Ja.
unglaublich. Ah, da vorne siehst du eine Kirche, falls du sie siehst. Ja, bring mich dahin zum Sterben, dann gib mir einen Gnadenschuss. Aber ich dachte, du fährst. Ich bin schon wieder umgekippt, Alter. Wo ist die Kirche? Du willst jetzt echt zur Kirche latschen. Ja, ich will jetzt zur Kirche latschen, damit du mich da drin dann erlösen kannst. Das ist jetzt mein Scheiß Ernst. Weil sowas Melodramatisches muss man einfach festhalten. Weil ohne Witz, wir gehen gerade nur ein Handicap. Soll ich dich lieber beim Boot erschießen? Ich meine, das ist jetzt ungefähr noch 800 Meter Luftlinie und ich möchte wissen, wie viele Zombies da kommen. Also die 800 Meter, die gehe ich jetzt sowas von ein. Also das ist jetzt hier mein Todesmarsch. Das ist mir jetzt sowas von lang. Also jetzt ganz ehrlich. Oh, ich kann nicht mehr laufen übrigens, wir müssen da zu Fuß hingehen. Sind da Häuser? Ich sehe das gar nicht. Du musst mich leiten. Bist du jetzt gerade eben... Ach, du bist schon ausgeschieden, okay. Ich bin fast blind. Ich werde endlich aussteigen. Ah, jetzt halt. Hätte ich jetzt eine Zyankali-Kapsel dabei, würde ich das alles ja vereinfachen, aber... Zyankali, also, vielleicht übergebe ich dich auch zu den Zombie-Meuten. Nein, also... Nein, das mit der Kirche, das ziehen wir jetzt durch, also... Ja, okay, dann würde ich aber sprinten. Du musst nur nicht laufen. Wo ist die Kirche denn, also eigentlich? Ist das hier eine Straße, oder? Okay, da ist ein Zombie. Ich würde sagen, wir gehen da außen, ne, oder... Ach, scheiß drauf. Aber ich kann ja nur... Ich bin schon wieder umgekippt, warte. Okay, der hat uns entdeckt. Er hat wohl eher dich entdeckt, er denkt schon, ich bin schon tot. Oh, übrigens, ich temperiere mich wieder. Und es kommen immer mehr, ich glaube... Ach du. Bin wieder down. Nein, Erdik, du darfst nicht. Ich hab ihn... You are dead. Ich hab's noch nicht mal mehr zur Kirche geschafft. Och, Menno. Wie lange haben wir jetzt eigentlich schon aufgenommen, voller Fails und... Also, ich habe keine Ahnung, es wird lange genug sein. Ich plündere noch ehrenvoll deine Reiche. Ich gehe noch mal sicher, dass du nicht als Zombie aufstehst und gib dir einen Headshot. Mach das mal. Mach's gut, Erik. Ja, mach's gut, Sandro. Also, ich loote dich ein wenig. Antibiotikum kann ich brauchen. Filtration. Das gibt's nicht. Der Zombie, den ich erschossen hatte, hatte alles, um dich zu retten. Nein. Ich werd verrückt. Hast du das aufgenommen? Ja, ich film noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist nicht dein Ernst. Alter, Leute. Oh. Der hatte alles. Ich hätte dich sofort verarzten können. Was soll's, ich steig wieder ins Boot und mach einen dramatischen Abgang. Ich würde aber sagen auch, also das ist doch jetzt im Prinzip der perfekte Abschluss für Part 1. Für die Pilotfolge nennen wir es so. Genau. Weil ich meine... Das ist doch scheiße. Mann. Ja, das war die erste Folge. So sollte man das nicht machen. Naja, gut. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und schaltet das nächste Mal auch wieder ein. Gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal.